Hallöch, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4. Ja, hallo. Hallöchen. Da sind wir wieder. Ja, nach langer, langer Weile melden wir uns endlich wieder zurück. Und ich hoffe, wir hoffen mal, dass es demnächst etwas regelmäßiger vonstatten geht. Ja, das wäre super. Und ohne hoffentliche Werbeunterbrechung von bekannten Konzernen. Von Erdinger Weißbier, das Bier, das jedem schmeckt. Zum Beispiel. Ja. Oh, ich habe Qualitätswolle, ja. Ey, geil, die Begrüßung hat mir jetzt schon 5 Euro eingebracht. Ja. Wer kennt das denn nicht? Kastilien und Qualitätswolle. Kastilien und Qualitätswolle, genau. Weltberühmt. Diese protzigen Schafe da in Kastilien, die jeder kennt, diese, boah, die sind so fluschig und wuschig und bauschig und oh, ja, voll süß sind die Dinger. So knuffige Schäfchen so. Ja, genau. So, was haben wir denn hier? Jetzt hat er irgendwie wieder Portugal beim Bündnis mit ihnen gebrochen. Das fand ich wieder weniger schön. Ja, weiß auch nicht, ich mache immer irgendwie jeden Part quasi wieder ein neues Bündnis mit Portugal und dann brechen sie es im darauffolgenden Part immer wieder. Das ist ein schönes Hin und Her gerade. Ja, das ist doch, das zeigt von Verlässlichkeit, von Beständigkeit und diesem ganzen Krimskrams davon zeigt, dass, ja, okay, das ist doch super. Ja, ganz herrlich. Ja, ein Check. Ich würde die Weihbischöfe verabschieden. Nee. Die Weihbischöfe? Nee, brauchst du nicht. Verbessern unsere Prestige habe ich immer noch als Mission. Ha. Ich glaube, die habe ich von Anfang an. Ich glaube, ich habe die eine andere Mission gehabt. Ich muss auch mal gucken, was ich gerade so mit meinem Geld mache. Kolonisten sind noch auf dem Weg. Ja. Ich nähere mich immer weiter deinem Gebiet. Nein. Schon, wenn ich die Grenze sehe, aber ich glaube, das ist noch sehr, sehr weit weg. Du kannst die Grenze gar nicht sehen, da sie Azteken im Weg. Ja, verdammt. Aber irgendwann muss da doch mal eine Grenze sein. Ja, Mann, ich mach doch schon hinne. Ja. Wie viele Truppen hatten die Azteken? Ich vergesse es von Part zu Part immer wieder, ist schrecklich. Azteken. Hey, ich habe mehr Truppen als die Azteken auf. Jo, stimmt, die Azteken haben 19.000, ich habe 28.000. Ich glaube mittlerweile. Und ich hatte doch so einen geilen General. Ja, das ist 6er Nahkampfgeneral. Oh, das ist nice. Einfach, und wie viel militärische Tradition habe ich? 17 Armeetraditionen. Mhm. Da könnte ich dann mal überlegen, ob du einen Krieg machst. Wieso habe ich da eigentlich noch Frieden mit den Azteken? Ich überlege gerade, was ich bauen soll. Hallo. Was bauen wir denn da? So. Da bauen wir das. Dann marschieren wir erstmal ein bei den Azteken. Ja, macht er mal. Einfach mal instant Krieg erklärt. Hey, ich habe meine Beziehung mit irgendwelchen anderen Indianern verbessert, weil wir denselben Glauben haben. Yippie. Ist das nicht toll? Ja. Ich mag Portugal nicht, weil sie ja eine Kolonie gegründet haben. Das ist Portugal jetzt. Macht schön weiter mit eurem kleinen Kolonialwettstreit. Macht schön weiter, meine kleinen Marionetten. Das übernimmt dann nachher der Kolonialstaat, den ich da gegründet habe. Verdammt. Kümmere ich mich gar nicht drum nachher. Macht den einfach so riesig, den Kolonialstaat das da, ne? Da haben wir gar keine Chance, die Portugiesen. Wo sind denn? Ah, da seid ihr Azteken. Was zum Teufel? 19.000 Truppen, jetzt auf einmal kommen die hier mit 20.000 an. Naja. Da haben sie mal ein bisschen, ne? Mhm. Doch nicht so vorbereitet gewesen. Na, ich frage mich, wo die auf einmal die haben. Ja. Die haben jetzt wahrscheinlich Truppen rausgepumpt, weil ich so lange brauche, um rüber zu marschieren zu ihnen. Verdammt, Portugal ist verbündet mit England. Das passt mir jetzt so gar nicht. Jetzt hätte ich überlegt, da einen Krieg anzufangen. Wie sehr mag mich Frankreich? Nicht. Oh, lange Laufwege hier. Das ist echt schrecklich. Und meine Truppen... ich habe... Jetzt weiß ich den Fehler. Ich habe einfach keinerlei Reserve. Und jetzt greifen sie meine Belagerungstruppen. Ey. Nein. Oh, da kann ich noch einen Tempel bauen. In Cadiz. Sehr schön. Der hat sich gelohnt. Oh, wir kommen am selben Tag an. Das wird jetzt interessant. Ich habe eine Schlacht ver... Was? Die 19.000 Mann, die sind da einfach... Ich dachte, die werden woanders hinmarschiert. Ah, das ist mies. Ihr Arschgeigen. So, jetzt greife ich euch da an. Das ist Wüste komplett. Da habt ihr keinen Verteidigungsbonus. So eine Flussüberquerung würde mich jetzt echt wundern, weil hier ist nirgendwo ein Fluss zu sehen. Scheiße, dass sie natürlich ihre Truppenreserve haben. Ich immer weniger Truppen kriege, weil ich keine Leute mehr habe. Oh. Ich muss hier einen Krieg mitnehmen. So, komm, jetzt die einzige Schlacht, die diesen Krieg entscheiden wird, und ich verliere sie jetzt schon. Oh. Mit meinem 6er Nahkampfgeneral. Alter.
Das ist doch lächerlich. Der Typ hat 6 Nahkampf und ich verliere ihn instant den Krieg. Mm. Das war ein bisschen zu übereilig von mir wahrscheinlich. Ich bin mit 2000 Mann weniger reingegangen und habe eigentlich sofort 5 Mann oder so, 5 Regimenter weniger gehabt. Jetzt habe ich mit 6000 Mann gegen ihre 15.000 Mann. Sie können sich sofort regenerieren, ich natürlich nicht. Ja. Die sind jetzt auf einmal schon bei 4000 Mann runtergegangen. Waren eben was von 6000, jetzt sind es 4000. Können wir nochmal anfangen? Nee. Scheiße, nein, ey. Also war der Krieg doch nicht so eine gute Idee? Nee, war keine gute Idee. Verdammt. Ey, ich verstehe das auch nicht. Die Azteken haben echt Glück gehabt. Na, jetzt knüpfen sie dir vielleicht was ab, außer du kannst noch irgendwie Truppen da schnell produzieren. Ja, ich habe kein Geld mehr. Fuck. Kredite? Ja, muss ich. Wobei, woher ich muss jetzt viele Kredite aufnehmen. Wo, ja. Wo können Indianer denn. Ach, Kredite jetzt kriege ich auch noch ein Ereignis, wo ich 25 Dukaten verliere. Es ist doch jetzt nicht euer Ernst, ey. Was hat dieses Spiel gegen mich? Am besten kommt jetzt noch ein Komet. Ne? Kennt man ja. Ich heb jetzt Kriegssteuern. Ach, jetzt wollen sie wieder auf einmal ein Bündnis. Das Spiel läuft mir gerade ein bisschen zu schnell. Ach so, ja, sorry. Ich glaube, du kannst auch verlangsamen, aber. Nee, kann ich nicht. Nicht? Hm. Nee, okay, kann auch wieder ein bisschen schneller laufen. Okay. Jetzt habe ich 4 Darlehen aufgenommen. Jetzt wollte ich gerade England umzingeln, damit ich noch ein Bündnis mit Schottland oder sowas mache, aber. Ich weiß nicht. Ey, wo haben die so viele Truppen her? Jetzt haben die schon. Mach ich das trotzdem mal. Kannst du irgendwie Frieden schließen? Wollen die irgendwas? Ich bin bei -2. Was geht denn bei Tribut anbieten? Ja, genau. Nee. Niederlage eingestehen, würden sie nicht annehmen. Hier steht auch nicht mal Angebot vorschlagen. Oh, scheiße. Also sie wollen mir definitiv Territorien abknüpfen. Ich kann jetzt so lange warten. Die Frage, was sie da abknüpfen wollen, ja. Wahrscheinlich Equestria. Liegt das so nah an der Grenze? Also ist das so Grenzgebiet? Ja, das ist direkt an der Grenze. Das sind eine von 2 Equestria und more Equestria. Also anbieten könntest du es ihnen auch nicht, oder? Ne, sie haben es ja noch nicht besetzt. Ach so, nee, stimmt. Macht's. Ach, fuck, ey. Darlehen. Ich weiß nicht, kannst du dich noch irgendwo sammeln gleich mit Krediten dadurch dann? Ja, ja, ich nehme jetzt ganz viele Kredite auf und versuche mit Söldnerregimentern hier. Ja. Ich frage mich aber wirklich, wo Indianer Kredite aufnehmen. Indianerbank, der Schwarzfuß-Indianer, oder? Wenn es nicht. Die gibt's ja nicht. Gibt's hier keine Schwarzfuß? Nein. Oh. Meine Füße sind alle rosa. Nee, es gab wirklich Schwarzfuß-Indianer. Ich weiß. Okay. Ich dachte schon, du weißt das nicht. Deswegen. Nein, ich weiß alles. Ah, fuck, ich weiß noch nicht, wie ich diesen Krieg hier gewinnen soll. Ja, du musst das doch, du weißt doch alles. Ja, eben nicht. Wie gesagt, ich weiß alles, nur nicht, wie ich diesen Krieg gewinnen soll. Du musst das jetzt auch wissen. Mit Söldnerregimentern en masse, aber hallo. Du bist doch der Imperator Struppi. Ja, natürlich, ich bin Imperatorio. Ja. Alter, das sind schon 18.000 Mann, wie macht ihr das? Es werden immer mehr und nicht weniger. Ihr belagert gerade etwas. Aztekenreich. Oh, ja klar, weißt du, gerade eben wirklich. Gerade eben stand da 19.000, jetzt steht da schon 25.000 Mann. Oh, fuck. Und sie haben noch voll, sie haben noch 7.000 Mann Rekrutenreserve. Oha. Ich habe einfach die ganze Zeit hier angesammelt, Geld und so, und haben mit ihrem ganzen gesammelten Geld jetzt. Wieso kann ich ein Bündnis mit Schottland machen? Hallo. Achso, Schottland hat schon zu viele Bündnisse mit Großmächten. Okay. Das werden immer mehr, die da haben. Alter Schwede, ihr wollt mich doch verarschen. So, komm schon. Meine letzten Söldnerregimenter, die ich auch nur ansatzweise rekrutieren kann. Ich bin auch bald da. So in 20 Jahren. Das soll mich jetzt beruhigen, oder was? Ja, du musst 20 Jahre durchhalten. Schaffst du schon. Ja, das kriegst du hin. Ich habe einen 6er Nahkampfgeneral. Warum ist der Typ so schlecht? Weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht. Dieses Spiel hat sich gegen mich verschworen. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, komm schon. Ja, die erste Besiedlung fällt dann demnächst von mir. Ich weiß nicht, ob ich einen Krieg mit England anzetteln soll. Mach das mal, bitte. Mm. Ist doch auch mal ein Krieg, den du verlierst. Dann haben wir einen ähnlichen Start jetzt. Ja, ich sehe hier so schön 27 Schiffe, das gefällt mir nicht. Nebenbei, Flotte, wo ist meine Flotte eigentlich? Ach, da ist meine Flotte. Boah, sind das viele Söldnerregimenter. Ich habe jetzt 38 von 34 Regimenter und ich bin immer noch im Plus, einfach weil ich keine Truppen mehr habe. Oha. Ey, wenn die jetzt bei 7% oder sowas schaffen, meine Provinz zu belagern, dann drehe ich durch. Mhm. Ich
wir, glaube ich, wirklich den Krieg da provozieren. Komm, nächsten Monat. Ach, dieser Kriegstreiber, schlimm. Mhm, schrecklich. Mhm. Oh, komm schon, wünsch mir Glück, Alter. Ah, jetzt schicken sie noch mehr Truppen da rein. Mhm. Ich meine, wenn ich ganz schnell bin, dann habe ich Portugal in die Knie gezwungen und bevor England eingreifen kann. Die sind auf einmal 20.000 waren, weil sie wieder 2.000 reingezogen haben. Aber ich habe 21.000. Yay. Das schaffe ich. Und es geht los. Die Schlacht, die... die entscheidende Schlacht. Unser aller Schicksal entscheidet. Und ich glaube, sie... Ja, ich sag nichts. Mhm. Ja, jetzt würfeln sie wieder super. Ich hatte eine Flussüberquerung. Wo ist hier? Da ist ein Fluss. Ach, jetzt ziehen sie ihre ganzen Belagerungsregimenter natürlich noch rein. Ja! Ja, Wichser! Oh. Verdammt, die sind deutlich höher in der diplomatischen Idee. Vielleicht haben sie bessere Schiffe als ich. Ah, oh, das wäre ärgerlich. Das wäre jetzt wirklich ärgerlich. So, noch eine Armee vernichtet von ihnen mit meinen Söldnertruppen, die meine Kolonie eigentlich beschützen sollen. Mhm. Na, scheiß auf Kolonien. Die ist bald fertig. Ich verfolge die Typen jetzt bis in das Herz ihres Reiches hinein. Sehr gut. Ja, natürlich. Kein Widerstand leisten. Wird nicht gedauert. Nee. Alles niederschlagen. Wie damals, mein Gott, wie hieß der die Azteken angegriffen hat? Pizarro? Was? Pizarro? Nein. Eher nicht. Heißt noch alle so. Nein. Jesus. Nee. Knapp daneben. Ja, jedenfalls war der sehr berühmt, hat alles platt gemacht bei den Azteken. Du meinst, der war nicht so. Cortés. Hm? Hermann Cortés. Ja, Cortés, richtig. Den meine ich doch. Sie meinst du nicht, an Cortés. So. Cortés, richtig. Rem Cortés, so. Der war auch ganz nett drauf, glaube ich. Ja. Ich glaube, der war so. Ganz nett. So, jetzt habe ich 38 Schiffe gegen 27. 34. Nee, 27 Schiffe. Der britischen Flotte. So. Irgendwo hat er zwar noch irgendwo seine anderen Kriegsschiffe, aber okay. Diese Wichser hier zu. Diese netten, freundlichen jungen Herren zu belagern. Mhm. Oh, der ist gut. Nehmen wir den ausgeglichenen Admiral. Wollt ihr meine Hauptstadt belagern oder was? Hm. Also irgendwie 2000 Mann, die hier sich durch die Gegend schleichen. Aha, 1000 Mann haben versucht, durch die Wüste zu gehen und werden jetzt von Eingeborenen abgeschlachtet. Das ist eine Wüste und das sind Innu. Egal. Hey. Oh, ich habe auch so ein Glück mit den Generälen gerade. Mein Gott, was sind das denn? Er nimmt den König. Oh, das ist so grauenvoll. Dafür habe ich militärische Macht investiert. Tillaka, Jukome. So mit einem Punkt Nahkampf, weißt du? Ich bin auch so, danke. Für nichts. Wieso marschiert ihr denn jetzt nicht? Ach so, wir sind auf Geschwindigkeit 2. Ich wundere mich gerade schon. Schön. So, beenden wir das Bündnis. Da sind sie. Töten. For Glory. Kannst du eine Geschwindigkeit höher machen? Ja. Ja, jetzt ziehen sie sich zurück. Diese Arschgeigen, oh, Proleten, Mistkerle. Töten. Mhm. Ja, so mag ich meine Leute. Na ja, doch schon. Jetzt muss ich nur warten, bis die englische Flotte hier wieder auftaucht, dass ich sie gleich versenke. Das wäre super. Ach, du hast das Krieg mit England? Nee, noch nicht. Ich warte genau darauf, dass gleich die englische Flotte auftaucht und ich da den Krieg erklären kann. Ah, jetzt. Ich muss mal improvisieren. Ja, kein Problem. Nur, dass ich da eben schnell den Krieg erkläre. Wir können ja auch... Ach nee, doch nicht. Nee, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Neapel will nicht mitmachen. Okay, Aragorn sollte ja aber dabei sein. Ist ja Personalunion. Stabilität könnte ich gebrauchen. Ups, ja. Nicht bedacht. Oh, Krieg mit England und Portugal. In 3, 2, 1. Ja, weil ich traue mich noch nicht. Jetzt. Ja, jetzt. Weil ich Kriegssteuern oben habe, deswegen habe ich noch so viel Kohle. Ja. Aber super wäre es jetzt, wenn die Engländer nicht eingreifen. Soll ich dir helfen? Ja, genau. Hilf mir mal. Schick mal ein Unterstützungskontingent auf Militärstufe 2 hin. Ja, genau. Oh, die Engländer helfen. Und da werden jetzt 27 englische Schiffe versenkt. Herrlich. Und im Mittelmeer verlieren auch noch die Portugiesen. Sehr schön. Sind die mit dir verbündet? Ja, Aragorn ist mit mir verbündet und kämpft gerade im Mittelmeer. Ach, die Portugiesen sind mit England verbündet. Verstehe. Ja, genau. Und jetzt kommen die
Aragonesen Richtung Portugal. Sehr schön. Und ich habe eine Revolte in Gibraltar. Alter Schwede. Mit Krediten. Ey, wie soll ich. Gibt es irgendwie Anzahl an. Ach, 9 Kredite. Ja, weniger als ich gedacht hätte. Aha. So, und wir können die ersten schon mal tilgen. Sehr gut. Ja. So. Mein Gott, jetzt haben wir beide Kriege. Aber meiner läuft wesentlich besser als deiner. Natürlich. Ja, natürlich. Ich belager gerade die erste Provinz von ihnen. Ja, ja. Aber du hast das Blatt noch gewendet. Das war schon beeindruckend. Mhm. Eingeborenenaufstand. Ja, geschafft. Super. So. Aber Problem ist einfach diese ewig langen Marschrouten hier. Also ich habe gerade, glaube ich, fast 2 Monate gebraucht, um in diese angrenzende Provinz hier reinzukommen. Oha. Ja. Also zumindest war es gefühlt so. Du hast ja auch keine Straßen bei Indianern, musst du doch wissen. Hast du da nicht irgendwie eine Autobahn da haben? Na, wir haben so viel Wüste geschlagen. Ja. Wir brauchen mehr Autobahnen in dieser Provinz hier. Ich muss ganz viele Autobahnen bauen. Ganz viele Autobahnen. Sobald ich den Lebensraum für die Azteken im Osten erschlossen habe. Richtig. Oh, okay, es reicht. Oha, da kommt jetzt gleich eine große Seeschlacht. Oh. Und genau vor der großen Seeschlacht beenden wir den Part für heute. Nein. Okay, das ist ein schöner Cliffhanger, da hast du recht. Mein Gott. Ja, okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bis dann, ciao. Ciao.